Ja, liebe Freunde, hier ist der Sebastian und ich melde mich heute vorab mal mit einer kleinen Werbung in eigener Sache. Und zwar gründen wir, und wir, das ist der liebe Alex, mein Kollege, mit dem ich damals dancecharts.de gegründet habe und mit dem ich als Carmanian Grey unterwegs bin. Wir haben ein Label gegründet und das Ganze nennt sich Golden Chocolate und wir starten am 3. April mit dem ersten Release auf dem Label. Es wird unsere eigene Single sein, eine Carmanian Grey Single, aber deswegen wollte ich eigentlich keine Werbung machen, sondern ich möchte einen kleinen Aufruf starten. Wenn ihr da draußen selber am Produzieren seid, dann schickt uns eure Songs an folgende E-Mail-Adresse demo@goldenchocolate.de. Ein Wort, Golden Chocolate. Ihr findet uns auch auf Facebook und auf Instagram. Noch ist da relativ wenig los, aber am 3. April starten wir offiziell mit dem ersten Release auf dem Label. Und musikalisch soll es in die kommerzielle Hausrichtung gehen, also Musik, die allen voran in Diskotheken läuft, aber auch auf Spotify funktionieren wird oder zumindest könnte. Das ist so der Fokus, worauf wir uns konzentrieren wollen. Und ja, wenn ihr da Bock habt, schickt uns eure Demos an demo@goldenchocolate.de. Und jetzt mache ich mal einen ganz kleinen Snippet an von unserer ersten Single und dann geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß! Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer der Klangküche. Zuerst einmal, wir hoffen natürlich, dass ihr alle noch gesund seid, fit und munter und dass ihr auch in den letzten Tagen schön brav zu Hause seid oder gewesen seid. Wir haben heute den 19.03. Wir befinden uns ein paar Tage vor dem Zeitpunkt, wo ihr diesen Podcast hört, einfach weil wir den vorproduziert haben. Sieh dann, ja. Wer weiß, ob wir demnächst nämlich auch krank sind. Und damit die Klangküche nicht ausfällt, haben wir uns gedacht, produzieren wir jetzt mal ein bisschen vor. Und ja, wir stehen ja, am Anfang. Ja auch also jetzt gerade bietet es sich ja auch völlig an, weil ganz viele DJs, Kollegen traurigerweise viel Zeit haben. Das heißt, man kommt relativ gut an Interviews, habe ich das Gefühl. Ja, ich hoffe. Ja, auch heute haben wir natürlich wieder einen Gast in der Klangküche. Ja. Willst du ihn kurz vorstellen, bevor er sich dann selber vorstellt? Ja, wir haben heute den Uli da, den Uli oder den Ulrich Rauschenberger oder auch Juli genannt, also U-L-E-E, Juli. Und der Uli, der ist ziemlich stark involviert im Bootshaus in Köln. Aber was er ganz genau macht, das erzählt er uns en Detail nach unserem Intro, würde ich sagen. Perfekt. Das ist die Klangküche. Wir sind super cool. Gut, dann Uli, schönen guten Tag. Hi. Ja, ja, hallo Uli, schön, dass es geklappt hat. Du sitzt auch gerade zu Hause im Homeoffice, habe ich gehört. Korrekt, auch schon einen Tick länger. Ja, sitzt du sonst im Bootshaus, hast du da ein Office oder wo ist sonst dein Arbeitsplatz eigentlich? Kölner Innenstadt, da gibt es aber Büro, was aber verschiedene Firmen kombiniert. Und ich habe ja auch eine eigene Firma, die heißt Bookings, eine Booking-Agentur. Und die sitzt im Gebäude, wo auch das Bootshausbüro ist. Ah ja. Und die haben dich jetzt auch alle ins Homeoffice geschickt dann, ne? Also die Verantwortlichen sozusagen. Nee, ich mich selbst, weil ich bin ja mein eigener Chef. Ah. Und ich habe quasi, mein Team ist auch immerhin 8 Leute, also Bookings. Und ich hab quasi mein Team gesagt, ihr müsst nicht mehr ins Büro. Und im Bootshaus ist das Verhältnis so, dass ich Freiberufler bin, kann man sagen. Da kann ich selbst entscheiden. Ja, ich kann selber über mich entscheiden, was ich mache, sagen wir es mal so. Ja, okay. Eben für die Hörer, die nicht genau wissen, worüber wir jetzt sprechen. Also du hast eine eigene Booking-Agentur. Das bedeutet, du buchst Künstler für Events, vornehmlich in Deutschland wahrscheinlich. Ist das richtig? Nee, ich vertrete ganz viele für ganz Europa. Und auch ein paar für die ganze Welt. Oh, okay. Siehst du, guck mal, habe ich schon wieder was gelernt. Und wir haben dich natürlich auch heute eingeladen,
in unseren Podcast, damit du ein bisschen auch was übers Bootshaus erzählen kannst, weil du bist, glaube ich, schon relativ früh mit da am Start gewesen, ne? Was so Eventgestaltung angeht und kennst dich auch ein bisschen aus mit der Historie des Clubs. Ja, seit Tag 1 tatsächlich. Genau, also bist du genau der Richtige. Also Mai 2004. Okay, ist Mai 2004 sozusagen, ist ich weiß es gar nicht, ist da der quasi der Club aufgemacht worden? Also Bootshaus vorher, ja, den Ort gab es ja sozusagen schon. Mein dritter oder vierter Mai, genau, war der erste Party im Bootshaus. Da war ich, wie gesagt, klar direkt. Und die zweite Party war meine, die war am 9. Juni 2004 natürlich. Und da wurde Tocker Disco 30 Jahre alt. daran sieht man, wie lange das schon her ist. Grüß genau. Ja, das war noch vor seinem großen Hit, ne? Mit The Egg. Ja, aber Nobody Likes the Records That I Play. Gab's da schon? Ah, gab's da schon, okay. Genau, aber Murumbi und so, die kamen dann. Aber wie gesagt, der war da schon total am Aufstreben quasi, weil es gab da schon Nobody Likes the Records That I Play und das war ja damals ein Hit. Ja, genau. Erzähl mal gerade so, wie die ersten Partys so, war das erstmal nur einfach eine Location und eine wilde Idee oder ist man relativ schnell mit dem Konzept um die Ecke gekommen, wir machen jetzt eine richtige Disco hier draus? Ja, das war so, dass es früher freitags gab es einen Russenabend, der lief ganz, ganz früh, wie gesagt, direkt am Anfang. Und da gab es vier elektronische Konzepte, die Samstage abgedeckt haben. Und alle vier Konzepte waren recht stark, also beliebte Partys. Und genau, und vor allem zwei davon waren sehr stark, also die Muschi-Party und Looniland. Und die haben beide direkt den Laden von Anfang an voll gemacht. Also direkt über 1000 Leute, zack, von Anfang an. Krass. Also bei Looniland, da klingelt es ja bei mir. Die Veranstaltung läuft ja bis heute noch. 16 Jahre später immer noch. Und das spricht ja eigentlich jetzt mal für das Konzept. Wolltest du eben kurz erzählen, was konkret gemacht wurde? Also ihr habt Star-DJs gebucht oder wie genau war das? Ja, es hat variiert aber vom Konzept. Also das einzige Konzept, was am Anfang bekannte DJs buchte, war Looniland. Die Marke gehört mir und Sascha Weber, also ist unsere Marke, also quasi Eigentümer. Mhm. Und genau, und weil ich halt Musikfan bin, habe ich direkt die Looniland so gestartet, dass sie immer direkt mit bekannten DJs gebucht wurde. Aber das war damals im Bootshaus die einzige Partyreihe mit wirklichen Bookings. Aber da waren direkt damals schon DJ Hell, Felix the House Cat, Moon Boutiquer, Kid Alex, der später Boys Noise wurde. Das waren alles damals natürlich richtig große Namen. Und genau, und so fing das direkt an. Aber ich nochmal gerade so diese ganzen, ganz am Anfang jetzt, also irgendwas davor muss es doch gegeben haben oder seid ihr wirklich so hingegangen, habt so businessplanmäßig euch gedacht, okay, so machen wir es, wir nehmen jetzt Geld in die Hand und fangen das von Tag 1 an, so beginnen wir das oder ist das aus irgendwas rausgewachsen? Also Looniland gab es schon und deswegen hatten wir schon eine Fanbase. Die Looniland ist dann nur ins Bootshaus gegangen, weil die Partyreihe genug Potenzial hatte. Also hat man gemerkt, dass man in eine größere Location gehen kann. Und wir haben dann auch unsere Bookings dementsprechend angepasst. Also die Looniland DJs am Anfang waren cool, aber nicht die Stars in Deutschland. Und als wir dann ins Bootshaus gegangen sind, haben wir die damaligen Stars direkt ins Bootshaus geholt, weil die Location halt groß genug war und wir auch als Marke unbedingt expandieren wollten und fett werden wollten. Und dann haben wir halt direkt Mogwai eingeladen, der damals klar etliche Hits hatte und wir hatten Moonboutiquer, Kid Alex und so weiter und so fort. Haben direkt Gas gegeben, wenn man so will. Ja. Und ihr habt dann sozusagen euch eingemietet in das Bootshaus als Veranstaltung. Also man kennt das ja heute dann, bekommt der Veranstalter, man sagt mal, die Tür, das heißt, der bekommt die Eintrittsgelder und die Location verdient dann an der Gastro, sozusagen am Getränkeverkauf. Ist das so richtig gewesen bei euch auch? Korrekt, am Anfang ja, aber dann nach dreieinhalb Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, hat sich das alles geändert, weil dann Sascha und ich quasi mit dem damaligen Besitzer den ganzen Laden geschmissen haben. Also dann war auch so, dass Looniland quasi auf eine Art und Weise ein Teil vom Bootshaus wurde, weil wir ja
nicht mehr Veranstalter waren, sondern für den Laden verantwortlich waren. Das heißt, du hast so Betriebsleiterfunktion übernommen oder wie kann man sich das vorstellen? Oder ihr? Ja, also jeder hatte einen anderen Bereich. Also mein Bereich war damals, als ich dann anfing, das Team war früher auch ganz klein. Da waren es nur 4 Leute, und also 3 wichtige und eine Assistentin, wie man es nennen will, genau. Und mein Bereich war halt das Programm, die DJs buchen und solche Sachen und auch was dazugehört. Also die Reise, Hotel, wie gesagt, das Bootshaus-Team war früher sehr klein und haben wir, Sascha, ich, Müslem, wie auch immer, hat jede Person 5, 6 Sachen gemacht. Und nicht wie heutzutage nur 2, sage ich mal. Mhm. Weil klar, das Team war ja viel kleiner, ja. Weil auch weniger Geld geflossen ist. Ja. Und man kann sagen, also du bist ja heute hauptberuflich Booker mit deiner Agentur. Dieses Looniland und dann der Artist zu buchen, da hat so deine Agentur im Prinzip die Wurzeln her. Also verstehst du, was ich meine? Oder hast du das auch schon? Ich meine, im Vorgespräch sagtest du mir ja, du hast früher mal bei 1 Live gearbeitet, glaube ich. Das hast du noch gar nicht erzählt hier. Und hast auch ein musikwissenschaftliches Studium hinter dir. Ja, Medienwissenschaften und Kunst als Nebenfach. Okay. Ja. Und aber da hattest du ja noch nichts mit Bookings oder so zu tun. Nee, gar nicht. Hat mir die Booking-Sache, die ist ja auch nur entstanden, weil Sascha, es gab früher auch einen Ritchie, den will ich auch erwähnen, also wir waren früher 3 sogar bei Looniland, der Richie, wir waren alles Musikfreaks und deswegen war das einfach daraus entstanden, dass wenn du eine Party machst und selber Musikliebhaber bist, dann willst du einfach DJs buchen, ja, die du spannend findest für deine Partyreihe und für deinen Geschmack. Und dann wirst du automatisch halt Booker, weil es ja nur so geht. Also du musst ja den Künstler zu deiner Party kriegen und das war dann mein Part. Ja, wahrscheinlich, weil ich halt Musikjournalist war und weil ich in Amerika studiert habe. Und mein Bruder ist Amerikaner und dementsprechend kann ich natürlich ganz okay Englisch. Und deswegen habe ich das dann auch gemacht. Also, dass ich mit all den Agenturen geschrieben habe und verhandelt habe und die dann zu der Looniland bewegen wollte. Ja, ist das schwierig, so einen Künstler zu bekommen? Also so einen Künstler von internationalem Format für seine Party zu buchen, also jetzt ganz allgemein gefragt mal. Muss man da Überzeugungsarbeit leisten oder muss man einfach nur ganz viel Geld auf den Tisch werfen? Also es hat sich alles sehr geändert. Also ja. Deswegen muss man sagen, wann? Okay, wie war es denn am Anfang? Wir sind noch am Anfang, würde ich sagen. Genau. Ja, früher war es eher so, dass vor allen Dingen, wenn man Leute aus dem Ausland gebucht hat, dann war eher die Reaktion fast immer positiv, weil der weltweite Markt noch nicht so ausgeprägt war. Und wenn du dann, sagen wir mal, einen Australier eingeladen hast, dann, klar, wenn du wenigstens eine faire Gage bezahlt hast, dann war es selbstverständlich, dass er kommt, weil er total dankbar war, dass jemand aus Köln, Deutschland, den Australier buchen wollte. Und das war zum Beispiel damals, sage ich mal, Adam Freeland. Mhm. Der war früher auch quasi groß und aber lange, lange her natürlich. Und genau, und der hat sich natürlich eher gefreut, dass man Adam Freeland eingeladen hat. Und da war es früher dann leichter. Nur im deutschen Markt war es auch leichter, aber etwas schwieriger, weil natürlich alle Leute Mogwai und Mumutika und Boys Noise, sage ich mal, schnell buchen wollten. Also egal ob in Würzburg oder in Wolfsburg oder in München oder in Hamburg, wie auch immer, alle wollten ja diese Künstler buchen und da war dann ein bisschen Konkurrenz. Aber wenn du in Köln natürlich in der größten Location bist und eine bekannte Partyreihe hast, dann natürlich ist es dann machbar, weil du bist ja dann durchaus spannend, wenn du sagst, ich bin in Köln, ich habe eine große Location, die Partyreihe ist bekannt. Natürlich haben die Künstler da meistens Interesse, auch zuzusagen. Ich muss nochmal eben nachfragen. Also die Kunst ist ja überhaupt erstmal eine Veranstaltung hinzubekommen, die dann angesagt wird. Du hast erwähnt, die Looniland gab es schon vor dem Bootshaus in einer anderen Location. Aber ihr müsst ja irgendwas gemacht haben, damit das ganze Ding erfolgreich geworden ist. Auch überregional sozusagen, bekannt geworden ist schon. Hat das Looniland noch irgendwie was Besonderes gehabt? Also heutzutage kennt man das ja, da gibt es so spezielle Dekorationen oder irgendwie so ein USP, so ein Unique Selling Point, dass das Event auszeichnet. So, hattet ihr das schon von Anfang an gehabt oder einfach nur über gute Bookings, interessante DJs, angesagte DJs? Nee, Looniland war am Anfang
als es noch auch etwas kleiner war, oder aber von Anfang an, hatte es ein sehr, sehr ungewöhnliches Konzept, auch viel ausgeprägter als heutzutage, um ehrlich zu sein. Und da ging es viel mehr ums Konzept. Und da war auch Mordsarbeit, also was wir da investiert haben, vor allen Dingen Zeit und Liebe, damit die Partyreihe anders ist. Und wir haben uns auch nach keinen Trends orientiert, also komplett unser eigenes Ding gemacht. Also Reland ist zum Beispiel auch älter als Tomorrowland. Also klar, daran sieht man, wie alt allein der Name mit dem Land ist. Mhm. Also wir haben auch online, hat man da nicht so viel recherchiert. Also wir haben da komplett unser eigenes Ding gemacht mit einer eigenen Idee. Und die Bookings sind dann eher entstanden, weil wir Musikliebhaber waren und die Marke halt gewachsen ist. Und dadurch hatte man die Möglichkeiten zu sagen, hey, statt den Kölner DJ oder den DJ aus Münster buchen wir jetzt den Typen aus San Francisco. Aber das war nicht der Plan. Der Plan war, eine verrückte Partyreihe zu machen mit Konzept, die total anders war als alles auf dem Markt. Und der Rest ist dann natürlich entstanden, aber nicht erzwungen. Aber ich muss noch mal eben nachfragen, was meinst du jetzt en Detail mit anderem Konzept? Also Deko oder was war so besonders an der Luniland? Oh, da kann ich eine Weile erzählen. Also Luniland war, war so anders, weil es war so, dass wir uns danach keinen Trends, und es war, dass wir Theaterstücke und Konzepte auf der Party uns ausgedacht haben, dass wir am Anfang sogar phasenweise 12 bis 14 Performer auf einer Party hatten, wo 400 Leute nur hingegangen sind. Und die haben nicht nur Kostüme getragen, die haben Theaterstücke, die komplett absurd und verrückt waren. Also wirklich wie Monty Python, kann man sagen. Dass die Gäste teilweise Angst bekommen haben, gegangen sind, sich totgelacht haben. Also ganz absurde Sachen. Also Sachen wie eine Demo gegen die eigene Party. Und da haben wir 70 bis 80 40-jährige Frauen besorgt mit einem 40-jährigen ungefähr Schauspieler, die vor der Luniland mit religiösen Flyern und mit Megafon und Plakaten gegen die Luniland, weil wir der Teufel wären, demonstriert haben. Und das wurde nie aufgeklärt, dass es auch ein Witz ist. Also wir haben die Witze gemacht und haben sie nie aufgeklärt. Oder Drogentest in den Toiletten mit installierten, unechten Kameras, die aber echt aussahen. Und dann mit Drogentest vor den Toiletten auch als Schild. Und dann hatten wir jemanden mit Kopfhörern und Fernseher, der so aussah wie ein Polizist quasi, der vor den Toiletten saß. Und dann haben wir Material aufgenommen, vorher in den Toiletten, was auf dem Bildschirm lief. Und das war total absurd. Das war so, dass Leute Sex mit einem Ganzkörperkostüm hatten oder Drogen genommen haben auf der Toilette, auf eine total absurde Art und Weise. Und die Leute sind gepanikt. Leute haben sich beschwert. Gab sogar einen kurzen Artikel am nächsten Tag. Ich weiß nicht mehr, ob es der Express oder Bild war, über die Aktion, weil alle dachten, dass es echt war. Dabei war alles fake. Also jede Kamera ist auch, war fake. Ist auch super Werbung dann, oder? Wenn das so eine Aufruhr macht? Oder würdest du sagen, seid ihr manchmal auch über die Grenze hinausgegangen, also was eher schädlich war? War uns egal. Also wir waren so krass drauf tatsächlich, dass wir Luniland komplett ausleben wollten. Also wir wollten, dass Luniland das ist, was wir wollen. Wir waren totale Egoisten. Wir haben auch das gebucht, was wir hören wollten, nicht die Gäste. Also es war am Anfang eine komplette Selbstverwirklichung. Mindestens die ersten 4-5 Jahren eine komplette Selbstverwirklichung. Und das ist eh ganz selten auf dem Markt, dass Produkte die Person nur an sich denkt. Und dann hat man, ich weiß nicht, ob das Wort Glück das richtige Wort ist, aber da hat man Glück, dass man damit tatsächlich dann auch Erfolg hat, weil es eigentlich nur eine Selbstverwirklichung ist. Und das ist nicht selbstverständlich, dass die Leute das gut finden. Aber bei uns war es so, dass wir einfach so krass und so anders waren, aber auch lustig. Also auch unsere Newsletter, weil früher lief das ja noch alles anders. Da gab es kein Instagram und Facebook war viel schwächer. Da haben wir ein Newsletter rausgeschickt und die Texte dazu waren fast schon intellektuell, aber komplett absurd. Und die hat der Ritchie geschrieben, der Doktor Jura ist mit Prädikat, also 1 Abschluss in Jura. Der hat die geschrieben und die waren fast schon Philosophie, ehrlich gesagt. Da musstest du schon klug sein, um die überhaupt zu verstehen. Und wir haben die Leute so verarscht, unsere eigenen Gäste und uns selbst in diesen Newslettern. Du musstest Humor haben, um die Luniland fast gut zu finden, weil die war so anders und provozierend und absurd,
dass wenn man keinen Humor hatte, war man auf der Looniland falsch. Würdest du sagen, dass das Kölner Publikum hier, was ja Karneval erprobt ist, definitiv ein Vorteil war? Ja, das Konzept wäre auf gar keinen Fall überall auf der Welt gleich gut. Also es gibt bestimmt andere Orte, wo es auch funktioniert hätte. Ja. Auch in Amerika teilweise, bin ich mir ganz sicher. So New York oder L.A. oder wie auch immer. Mich erinnert das auch so ein bisschen an Studio 54 irgendwie. Wo es ja auch so verrückt, in den 70er Jahren war das auch, Anfang 80er noch und so, so ähnlich, glaube ich, zur Sache gegangen ist, ne? Ja, also die Gäste wussten nicht, was sie ja erwarten und da war wirklich alles dabei. Also was wir alles gebucht haben, von Kleinwüchsigen über übergewichtige Frauen, über nackte Muskelmänner, die nackt waren. Also was bei uns alles zu sehen war, war ziemlich absurd. Ja. Und jetzt spule ich mal ein paar Jahre vor, lieber Uli. Aber heute, wenn ich zu Looniland gehe, da sehe ich das nicht mehr, oder? Genau, da sieht man nur Deko, die amüsant ist und lustige Kostüme mit Performer und eine Energie, sage ich mal, von der Musik her. Also das auf jeden Fall ein hoher Energiepegel von der Musik her ist. Aber dieses Theaterstück-Ding mit Polarisieren und irgendwie ein Instagram-Account, sage ich mal, der total absurde Inhalte bietet, das gibt's nicht mehr, nein. Okay. Weil es nicht mehr notwendig ist, weil das Event auch so funktioniert oder weil wir keine Zeit haben. Seid ihr bequem geworden? Yeah, weil wir keine Zeit haben. Okay, ja. Weil wenn du das Bootshaus mit quasi führst und dann auch noch andere Projekte nebenbei hast, dann kannst du nicht in der Woche 3 bis 7 Stunden im Auto allein rumfahren, um Accessoires zu kaufen und irgendwelche verrückten Leute im Internet zu buchen und mit den Meetings zu haben und so weiter. Also das frisst richtig Zeit. Also es war jedes Mal wie ein kleines Theaterstück. Ja. Und wir haben manchmal allein Nebendarsteller 3 gebucht pro Party plus unsere eigenen Performer. Und wie gesagt, das waren ab und zu 12 bis 14 pro Party plus Nebendarsteller. Und die haben wir alle koordiniert. Das waren nicht einfach Leute, die da wild rumliefen. Die hatten alle Rollen mit Accessoires und mit Aufgaben und so. Und da, also das ist wirklich Arbeit. Ich kann mir echt vorstellen, dass jetzt einige da draußen gerade zuhören und sich gerade irgendwie so ärgern, dass sie diese Zeit nicht miterlebt haben, weil es klingt ja schon irgendwie ziemlich, ziemlich cool. Also finde ich total völlig faszinierend gerade. Würdest du denn sagen, so ist auch gut, dass das um war, es war so viel Arbeit, hab ich lang genug gemacht oder sagst du, wer weiß, vielleicht nochmal irgendwann sowas aufziehen? Wie ist so deine jetzige Einstellung dazu? Also ich finde den Ansatz, wie es Konzept sein könnte, es geht ja auch gar nicht nur um das Konzept, generell Konzepte kann man fast generalisieren, finde den absolut richtigen Ansatz, dass man die Liebe und die Zeit sich nimmt, etwas zu kreieren, was komplett einzigartig ist und wo Sachen nicht geklaut sind. Keine Idee, gar nichts. Mhm. Alles ist originell, selbst erfunden. Darum sollte es eigentlich gehen. Ja, da sprichst du einen Punkt an, der ist, glaube ich, ziemlich weit verbreitet in der aktuellen Clubszene in Deutschland. Irgendein Laden hat eine Idee setzt das um und ist damit erfolgreich. Dann geht es am nächsten Wochenende sofort los mit Copy und Paste der anderen Läden. Und da kann man immer schön sehen, dass das immer so regional ausstrahlt. Ne? Das verbreitet sich dann immer so. Wenn im Norden von Deutschland so ein Club eine Idee hat, dann kopieren das erst die Clubs oben in Deutschland, also im Norden, und dann arbeitet sich das so Richtung Süden weiter vor. Ist zumindest meine Beobachtung. Und dieses ein erfolgreiches Event wird kopiert, das hat man ganz oft. 2004 gab es auch diese, fing das an mit diesen Tomorrowland-Partys, so 2013 so, ne? In den Clubs. Ja. Und dann haben das nachher alle gemacht, ne? Tomorrowland-Partys. Und das war das Gute an Looniland. Looniland kannst du nicht so leicht kopieren, weil du musst erstmal die Ideen haben. Und es gibt einen Grund, warum Leute wie Monty Python oder Helge Schneider oder wie auch immer, warum die so erfolgreich sind, weil die das Absurde erfinden. Und das kann nicht jeder. Und ich will uns jetzt nicht in den Himmel loben, aber wir drei waren schon sehr speziell, sagen wir es mal so. Und das kann man nicht einfach so kopieren. Also die Ideen, die wir hatten, die wie gesagt alle von uns kamen, nicht geklaut waren, die musst du erstmal haben. Ja. Und dann auch die Zeit investieren und die Leute buchen und raussuchen im Internet und so. Also das kannst du nicht so leicht kopieren. Und deswegen war Looniland damals dann auch sehr schnell bekannt. Vor allen Dingen dafür, dass es im Internet so schwierig war, eine Marke zu verbreiten. Also weil es damals nur durch Flyer und Plakate und dass Leute drüber reden. Und trotzdem ist Looniland locker
6 Jahre, 7, durch ganz Deutschland getourt. Wir hatten ab und zu 4 bis 5 Tourtermine im Monat mit einer Partyreihe ohne Social Media. Ja. Also das muss man sich mal vorstellen. Also wenn wir heutzutage Looneyland großgezogen hätten mit Instagram und Facebook, vor allem Instagram und Twitter, und hätten die Ideen auf Instagram umgesetzt, wahrscheinlich würden wir ganz Europa oder vielleicht sogar die Welt touren, weil es sich so schnell verbreiten würde und Leute darüber reden würden und würden sagen, guck mal, was sie gemacht haben, die sind ja total verrückt. Also damals war das ganz, ganz schwierig, dass du deine Partyreihe nach Hamburg oder München kriegst, weil es online fast keine Präsenz gab. Ja. Aber das heißt, ihr habt einmal so ein Konzept euch überlegt, hattet ihr dann so für eine Party bestimmte Leute gebucht und dann habt ihr auch gesagt, so, wenn wir jetzt diese ganze Arbeit schon gemacht haben, dann machen wir das an verschiedenen Locations quasi diese Party. Sozusagen die Party geht auf Tour, ja? Genau, aber ja. Als wir anfingen mit den Tourterminen, fing es an, dass wir das Konzept on Tour quasi massenkompatibel gemacht haben. Da fingen wir an, das so zu präsentieren, ähnlich wie wir es heutzutage im Bootshaus machen. Also, dass wir Tänzer hatten, Deko und coole Flyer, andere Flyer und so, aber nicht die Theaterstücke. Okay. Also, weil das ist halt dann wie ein Franchising, kann man sagen. Und das ist halt der Preis, den du bezahlen musst. Also, es ist ganz schwierig, originell zu sein und erfolgreich, also zu touren, sage ich mal so, ja, das zu kombinieren. Ja. Das sieht man auch an Cirque du Soleil. Bei Cirque du Soleil sind die stärksten Shows immer die, die in Vegas sind. Und wenn man Cirque du Soleil on Tour sieht, ist die Show nur halb so spektakulär oder nur ein Drittel so spektakulär wie die in Las Vegas zum Beispiel. Weil es ist ganz schwierig, diese Arbeit mitzunehmen. Das geht fast gar nicht, kann man sagen. Ja. Okay, also dann hattet ihr eine erfolgreiche Party, ein Party-Event am Start. Wahrscheinlich auch, hat auch gut schwarze Zahlen geschrieben wahrscheinlich, ohne jetzt indiskret zu werden. Fragezeichen. Ja, also vor allen Dingen, als es anging mit den Tourterminen, ja. Aber die Anfangszeit war Selbstverwirklichung und war sehr überschaubar. Ja, aber dann war es erfolgreich und dann seid ihr ins Bootshaus gegangen als feste Location. Und war ja eine Win-Win-Situation dann, ne? Also das Bootshaus hat ab 2004 eine bekannte Eventreihe bekommen, die dann noch größer geworden ist. Und damit ist ja auch das Bootshaus dann gewachsen wahrscheinlich. Also die haben ja auch ordentlich profitiert davon nur. Sehe ich das richtig? Aber es waren mehrere Marken, die dann neben dem Bootshaus geholfen haben. Aber Looneyland war, sagen wir mal, die Marke, die DJ-technisch am meisten geholfen hat, weil klar, damals war ja Felix Gauss, Cat und DJ Hell und Soulwax und Vitalik, wie auch immer, die waren ja der heiße Scheiß und und natürlich hat der Laden damals davon profitiert, dass Looneyland die Partyreihe war, die Vitalik oder Soulwax in den Laden geholt haben. Und jetzt greife ich nochmal vor, wir wissen alle, das Bootshaus zählt heute im Jahr 2020 zu den 10 besten Clubs der Welt, aktuell auf Platz Nummer 8. Und seit 2013, glaube ich, ist das Bootshaus in den Top 100 vertreten. Jetzt musst du mal eben kurz uns oder unseren Zuhörern erklären, wie man von 2004 bis 2013, also in 9 Jahren, zu den 100 besten Clubs gehören kann. Was haben die alles richtig gemacht und respektive auch, was hast du richtig gemacht mit deinem Team, damit dieser Erfolg sich eingestellt hat? Also man braucht einfach ein Team, was dann auch ein Tick größer ist als früher. Also man kann das schwer umsetzen mit 4 Leuten, sage ich mal, jetzt schnell. Also keine Ahnung, vielleicht geht's, vielleicht auch nicht, aber schwer vorstellbar. Ja, also das ist ja so der Klassiker. Also so typische Clubs und Diskotheken gibt es irgendwie 2, 3 Leute oder so, die eigentlich den Laden schmeißen. Und da sagst du gleich schon von Anfang an, die Teams sind einfach zu klein, um das überhaupt hinzubekommen. Also man müsste auf jeden Fall sehr, sehr viel arbeiten und die einzelnen Personen müssten wirklich sehr, sehr gut sein, damit man in jedem Bereich so gut ist, dass man, keine Ahnung, der Nummer 8 Club oder was auch immer der Welt wird. Also schwierig, sagen wir es mal so. Und deswegen ist es ein realistischer Ansatz, dass du ein Team aufbaust, was größer ist, wo jeder ein Spezialist in seinem Gebiet ist und komplett kompetent ist. Und wenn du dann in den Bereichen jeweils die mitbesten Leute in Deutschland zusammenstellst,
Also quasi wie so Justice League, quasi Batman mit Wonder Woman und so. Und wenn du, oder wie Bayern München oder Dortmund, wie auch immer. Also ja, ja, einfach so eine Mannschaft zusammenstellst aus vielen guten Spielern, dann kannst du auch Bayern München oder Dortmund werden. Aber du kannst nicht erwarten, wie, dass man, das wäre so wie ja Bayern München mit 4 Spielern auf dem Feld, so eine Art, könnte man es fast schon sagen. Weil Bootshaus sind ungefähr 13 Leute. Also ungefähr vergleichbar, also jetzt die genaue Zahl, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht gezählt, aber ich tippe mal sowas um die 13. Ist ja ungefähr vergleichbar mit einer, ja, Fußballmannschaft, die auf dem Feld steht, sagen wir es mal so. Und genau, und so muss man das auch ein bisschen sehen. Und nur wenn du wirklich einen guten Torwart hast, einen guten Verteidiger, einen guten Stürmer, wie auch immer, dann kannst du auch wirklich in der Champions League mitspielen. Und das haben wir halt getan. Und dazu gehört aber auch ein Eigentümer, der die Vision teilt und der die Risiken eingeht. Weil du kannst nicht erwarten, Bayern München zusammenzustellen und dann einen Geldgeber zu haben, der sagt, du kriegst ein Budget von Paderborn, sage ich mal. Ja. Dann geht das auch nicht. Also es muss eine sehr interessante Kombination sein aus sehr kompetenten Leuten und einem Eigentümer, der gewillt ist, Risiken einzugehen und auch ein bisschen Cash in der Tasche hat. Weil ja, du kannst auch nicht die Spieler wieder kaufen sozusagen, wenn du mit einem Budget von Paderborn arbeitest. Also es hängt alles, muss alles so zusammenkommen, damit man so einen Erfolg haben kann. Du hast jetzt gerade Eigentümer angesprochen. Ich lese hier auf dem Wikipedia-Artikel vom Bootshaus, dass 2012 hat ein Besitzerwechsel stattgefunden, und zwar hat der Fabian Tüllmann hat das Bootshaus übernommen. Korrekt. Und 2013 ging es dann los mit Top 100. Da könnte man ja dann vermuten, da gibt es einen Zusammenhang. Also neuer Besitzer und dann Schubrakete, ab nach oben. Und auf jeden Fall. Ja. Also Fabian hat diese Vision geteilt, die das damalige Team hatte, wie gesagt, was deutlich kleiner war. Sascha und ich und Niki Haumann hieß sie früher. Genau, und haben dann mit Fabian zusammen, dann kam Tom Thomas auch dazu, und dann haben wir zusammen ein Team aufgebaut, und die Vision hat er Gott sei Dank geteilt und musste dementsprechend aber auch investieren, weil du kannst ja nicht so ein Team zusammenstellen und denken, dass du nur 100 Euro reinsteckst. Also genau, also er ist ein Risiko eingegangen, und ja, das Risiko hat sich bezahlt gemacht, behaupte ich jetzt mal. Aber sowas muss halt passieren, damit du überhaupt an den Punkt kommst. Genau, und der Fabian Tüllmann ist ein erfolgreicher Unternehmer und hat allen voran sein Geld mit Pornos gemacht, sehe ich das richtig? So mit Porno-Webseiten, die ihr auch alle kennt wahrscheinlich, YouPorn etc. Früher ja, genau. Genau, früher, da war er involviert. Okay, und dann ist er Investor geworden oder Eigentümer im Bootshaus und hat da investiert. Genau, aber immer durchaus klug, weil so arbeitet er. Also nicht irgendwie sinnlos und nicht alles auf einmal, sondern peu à peu aufgebaut mit Sinn und Verstand, mit einem System dahinter. Also nicht einfach hier, keine Ahnung, so 3 Millionen, baut da mal eine 20 Meter LED-Wand hin. Nicht so. Sondern wirklich so, ja, lass mal das machen, okay, da machen wir in 6 Monaten das, aber es hat immer einen Sinn ergeben. Also genau, so haben wir das mit Fabian aufgebaut, aber es ist auch nur möglich gewesen, weil Fabian diese Vision geteilt hat. Mhm. Ist Fabian selbst auch musikaffin oder findet er einfach nur das Unternehmerische spannend? Also hat er auch diesen Musikbezug? Also er mag durchaus die DJ-Welt und elektronische Clubmusik. Okay. Natürlich hat er seine Favoriten, ist ja klar. Ist ja nicht so, dass er alles mag, was wir da anbieten. Aber ist nicht so, dass er zu Hause nur Klassik hört und das Bootshaus furchtbar findet von der Musik her. er mag tatsächlich DJs, die bei uns spielen, wie Don Diablo, wie DJ Snake, damals Layback Luke, wie auch immer. Also es gibt da Namen, die er cool findet. Ja, ich glaube, das hilft auch manchmal, das hilft, glaube ich, häufig, wenn man auch so ein bisschen mit diesem Produkt sich auch identifiziert, ne? Weil sonst ist immer so ein bisschen schwierig. Genau, das deswegen geht man auch ein Risiko ein. Also genau, weil man dran glaubt und es selber will. Also genau, der Wille bei ihm ist ja auch da, dass der Laden sehr erfolgreich weltbekannt ist und Leute glücklich macht, also die Gäste glücklich macht. Ich hätte jetzt mal eine Frage, und zwar, wenn du bist ja jetzt quasi als Booker, das heißt, unterwegs, das heißt, du kriegst demnach auch dann von den
Agenturen, mit denen du dann verhandelst und so weiter, kriegst du diese bekannten Rider, richtig? Wo immer draufsteht, was der Künstler alles so möchte. Ja, also früher, also ich krieg sie so gesehen immer, ja, aber inzwischen leite ich sie einfach weiter, gucke also gar nicht mehr rein, auch schon länger nicht mehr. Aber früher, als das Team noch klein war, war ich die Person, genau. Die Wirkungsteam war ja kleiner und dadurch habe ich fast, also ganz viele Positionen, habe ja alles ich gemacht. Mhm. Und dann war ich auch der mit Sascha zusammen die Rider und die Verträge auch durchgegangen ist und checken musste, ob die so passen und so weiter und so fort. Also nur mal für unsere Zuhörer da draußen, wer nicht weiß, was ein Rider ist, also wenn man jetzt irgendeinen Künstler bucht, dann gibt er im Prinzip so eine Vorgabe, was er möchte, was er zum Beispiel für Getränke Backstage stehen haben möchte, was für Technik er vorausgesetzt haben möchte und so weiter. Und ich frage nur deshalb, weil in den letzten Jahren ist so in der Szene, da sind immer mal wieder so Rider aufgetaucht, die ja, glaube ich, normalerweise sagt, man sollen die ja irgendwie geheim bleiben, aber manchmal frage ich mich, ob die auch extra geleakt werden, weil die teilweise auch einfach sehr absurd sind, weil da sehr, sehr total bekloppte Wünsche teilweise drinstehen. Und was ich mich manchmal jetzt frage heutzutage, ob es als Künstler sich lohnt, einen sehr, sehr bekloppten Rider zu formulieren mit dem Hintergedanken, dass das auch wieder so ein bisschen Gesprächsstoff wird. Gibt es solche Fälle? Das habe ich mich persönlich einmal mal gefragt. Ja, also es gibt welche, wo man weiß, dass der Typ, dass das auch ein Witz ist. Ah, okay. Und dann gucken die teilweise, wie die Clubs damit umgehen. Okay. Und manchmal gibt es Clubs, die das auch raffen. Hm. Und dann setzen die quasi einen Witz um. Also dass da wirklich was ist, was der Typ gar nicht ernst meinte, aber dann macht man es trotzdem. Okay. Und dann ist der natürlich total happy. Dann sagt er, wie geil seid ihr denn? Also es gibt einen Rider, das haben wir jetzt nicht gemacht, aber das würde ich gerne, ist irgendwie einen Kleinwüchsigen auf dem Trampolin, der in einem Zimmer springt und so. Und wenn man das dann zum Beispiel machen würde, wäre so gesehen eine coole Nummer, weil es geht ja gar nicht darum, dass man sagt, oh, wie nervig, sondern da geht es ja schon wieder darum, dass man Humor zeigt und sagt, guck mal, also man es auch gar nicht kommentiert, geht einen Raum rein und dann springt ein kleiner Witziger auf den Trampolin. Also das ist schon geil. Also deswegen, also es gibt welche, wo man weiß, okay, weil man die Künstler einschätzen kann, da sind ein paar Witze drin und er will gucken, wie man darauf reagiert. Aber dann gibt es auch welche, die in Anführungszeichen Idioten sind, wo man sagt, ja, mein Gott, was für ein Spinner, ey, Wahnsinn, dass er wirklich all diese Sachen haben will. Hast du mal ein Beispiel? Was so, also muss jetzt keine Namen natürlich nennen, aber so wollte jemand eine Champagner-Badewanne oder keine Ahnung, irgendwie sowas oder? Ja, also so, dass man Security Guards zum Beispiel buchen muss und die dann auch, wenn er im Hotel ist, im Fünf-Sterne-Hotel in der Suite, zwei Stück vor seiner Tür warten, sowas. Okay. Wo man, nur das meint er ernst, weißt du, und dann denkt man so, come on, man, weißt du bist hier irgendwie im Hyatt in Köln und wo auch irgendwie Arnold Schwarzenegger übernachtet und Coldplay und wer auch immer. Und jetzt sollen zwei Security Guards vor deiner Tür stehen. Also das ist dann, wo man denkt, das reicht jetzt auch langsam. Ja. Ja. Okay, ist ja dann auch ein schmaler Grad für einen Künstler. Also auf der einen Seite willst du natürlich auch klar machen, so ich bin schon wer. Ja. Auf der anderen Seite musst du halt auch aufpassen, dass du dich nicht völlig komplett unattraktiv machst, weil du völlig bekloppt bist. Ne? Also, ja, lächerlich. Ja, lächerlich. Genau, ja. Genau, ja. Genau. Ja. Uli, 2013 ist das Bootshaus dann in die Top 100 Liste des DJ Magazine Rankings gestoßen und dann hat sich bestimmt einiges verändert für die Laden. Gehe ich da richtig in der Annahme? Nee, am Anfang geht. Nee, noch nicht. Das, weil wenn du in den hohen Zahlen bist, dann ist das auch nur semi-interessant für alle. Okay. Also auch für die Szene, die richtigen erfolgreichen Manager, DJs, Booking-Agenturen, wie auch immer. Die sind jetzt nicht so begeistert oder so beeindruckt, wenn du Nummer, sag ich mal, 88 bist. So, zwar ganz nett, aber man muss das ja auch wieder als DJ sehen. Also wenn ein Top-Club, sagen wir mal Top 20 von mir aus, und einer sagt, hey, ich bin der DJ Mac Nummer 89 als DJ, dann bist du als Top-Club jetzt auch nicht gerade so, wow, Nummer 89, den muss ich aber jetzt sofort buchen.
es wird eigentlich erst ab einer bestimmten Zahl spannend. Und das ist auch genau wie im Sport, kann man auch sagen. Wen interessiert denn die Nummer 89 im Tennis? Also ja, mal ganz ehrlich, aber die Nummer 7 im Tennis oder die 1, die ist interessant. Also ja. Und genauso ist das auch bei Clubs, bei DJs. Nur wenn du in den Top, sag ich mal, 30, 20 so bist, dann fängst du an, dass Leute drüber reden. Davor ist es nur ein Weg, um ans Ziel zu kommen, wenn man so will. Und manche schaffen den Weg nicht. Aber das sollte die Einstellung sein, dass wenn du Nummer 80 bist am Anfang, dass du nicht sagst, ja geil, sondern dass du dann sagst, ja okay, ganz nett, aber nächstes Jahr will ich Nummer 50 werden und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Also eben nur als Information, ihr seid auf 48 eingestiegen und nicht irgendwie auf 88. Also 48 ist ja schon mal bemerkenswert, aber dann habt ihr auch gleich den Plan gefasst, das muss noch weiter nach oben in den nächsten Jahren. Ja, Nummer 1. Ja, also Nummer 1 ist definitiv, habt ihr euch auf die Fahnen geschrieben, ist euer erklärtes Ziel. Ist unsere Einstellung als Team. Ja. Also generell, deswegen sage ich ja, wir sind ein spezielles Team auch und das ist unser Ego, wenn man so will, aber daran beurteilen wir nicht unsere Arbeit, also auf gar keinen Fall. Also wenn wir auch nie Nummer 1 werden und trotzdem die Leute uns lieben und die DJs sagen, wir sind der geilste Club und Manager über uns reden und sagen, ey, Bootshaus ist so cool, wie auch immer, also das ist uns viel wichtiger. Also was ein Gast sagt, was ein DJ sagt, was der Manager sagt, was der Tourmanager sagt, das ist letztendlich am wichtigsten, weil wir machen das ja nicht für ein Magazin, sondern wir machen das für die Künstler und für die Gäste und am Ende des Tages geht es darum. Aber unsere Einstellung, das geht dann ja auch, ist ja auch egal, ob das Magazin dann DJ Mac heißt oder wie auch immer, aber unsere Einstellung als Team ist einfach, wir wollen die Besten sein in dem, was wir machen. Mhm. Und wenn sich das dann in der DJ Mac als Platz 1 eventuell realisieren lässt, dann ist das cool und nett. Aber wenn nicht, dann machen wir unseren Job genauso weiter und es ist in Anführungszeichen egal. Ja. Mhm. Es gibt dieses Sprichwort, die erste Million ist am leichtesten und danach, am schwersten und danach wird es leichter. Jetzt seid ihr irgendwie dann Richtung Top 10 gewandert in den letzten 2-3 Jahren. Dann wird es wahrscheinlich auch leichter, richtig große Stars zu buchen, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass viele auch schon aus der A-Liga gerne bei euch auflegen, einfach der Reputation wegen. Das hat mit der Entwicklung der elektronischen Szene generell zu tun. Wenn DJs sich als Popstars sehen und eigentlich in der Lanxess Arena spielen wollen oder im Palladium oder wo auch immer, dann bist du einfach als Clubbetreiber generell nicht gerade sehr interessant für die. Weil sie sehen sich nicht mehr als Clubkünstler. Sie sehen sich größer als ein Clubkünstler. Also hat es alles mit der Entwicklung zu tun. Wenn die elektronische Szene so wäre, dass elektronische Künstler gar nicht im Palladium oder Lanxess Arena spielen könnten, weil das Potenzial gar nicht da ist, dann wäre das Bootshaus unfassbar interessant. Aber mit der Entwicklung von den riesigen Festivals und von Konzerten in großen Locations, das relativiert auch wieder viel. Weil dann sagen die Leute einfach, der Künstler, nee, ich will eh nicht in Clubs spielen. Clubs sind mir zu klein, habe ich gar keinen Bock drauf. Das wäre so, als ob man vielleicht in den 80ern Michael Jackson dann auf einmal in den Club kriegen wollen würde. Da wird sagt der Michael Jackson, ey, gar kein Interesse, Mann, spinnst du? Ich will im Lanxess Arena spielen und 120 Euro Eintritt nehmen, aber nicht im Club spielen. Also nee, leider hängt das alles zusammen. Also du kannst nicht bestimmen, wer wo spielt, nur weil dein Club dann weltbekannt ist. Früher, vor 16 Jahren, sage ich mal, wenn wir der Nummer 8 Club gewesen wären, wie auch immer, dann aber hallo, weil da haben elektronische DJs nicht in großen Konzertlocations gespielt und es gab auch kaum große Festivals mit riesigen Besucherzahlen und hohen Eintritten. Aber die Szene hat sich komplett geändert und das relativiert auch einiges. Ja. Wie ist denn dann deine Einstellung dazu? Also findest du, wie formuliere ich die Frage? Es ist ja jetzt, man hat das Gefühl, viele Künstler wollen diesen größeren Step, wie du gerade gesagt hast, dann auch selber auf Tour gehen. Man sieht es ja dann irgendwie auch so, dass Künstler sich komplett weiterentwickeln. Also Chainsmokers braucht man schon fast gar nicht mehr in einem Club buchen, weil Chainsmokers irgendwie natürlich schon jetzt so ein Act halt sind, haben ja auch mit ganz vielen Musikern auf der Bühne und so weiter. Findest du denn
siehst du das mit Sorge oder spielt das letztlich keine Rolle, weil die Künstler, die sich dann in so, zu so Acts weiterentwickeln, die spielen dann halt auch für Clubs keine Rolle mehr? Oder ja. Also es gibt immer wieder neues Talent. Das ist erstmal das Wichtigste, klar, weil Menschen finden es auch spannend, wenn du den neuen Künstler hast, den neuen spannenden Künstler. Mhm. Aber und zweitens ist es so, dass es immer noch Künstler gibt, die sagen, ich komme daher, das sind meine Wurzeln und ich respektiere das. Und die machen das dann nicht aus Geldgründen, sondern die machen das, weil sie sagen, das ist mein Background, das sind meine Roots. Und, und die wird es auch immer geben. Und das ist zum Beispiel ein DJ Snake und ein Don Diablo oder auch ein Tiesto, wie auch immer, solche Leute machen das und auch ein paar mehr. Und die gibt es auch noch immer. Und solange es diese Menschen noch gibt, die sagen, hey, ich kriege normalerweise das fünffache Engage, aber ich mache heute eine Ausnahme, denn da komme ich her und das sind meine Roots, ist alles in Ordnung. Aber es gibt natürlich dann die andere Seite, die sagen, nee, ich bin inzwischen ein Popstar und ich spiele nur noch in Popstar-Arenen. Und ja, dann ist das halt so. Mhm. Aber solange es neues Talent gibt und es immer noch Menschen gibt, das sind meine Roots, da will ich auch wieder hin, ist alles in Ordnung. Ja. Würdest du dann sagen, dass die Clubszene durch die Festivalentwicklung gelitten hat oder siehst du da keine Verbindung? Also sie hat sich gesund geschrumpft, sagen wir es mal so. Und man kann sagen, dass nur die Leute, die noch überleben, vielleicht eine klare Vision haben von ihrem Laden und von wie Club Musik und wie die Clublandschaft auszusehen hat. Und die überleben, sind dann vielleicht auch einzigartig, dass sie anders sind als der andere Laden, nebenan, sage ich mal so. Mhm. Gesund geschrumpft. Also da will ich jetzt auch niemanden auf die Füße treten. Also es gibt auch bestimmt welche, die eine Vision hatten, die trotzdem dann wegen den Festivals schließen mussten. Aber ich nehme an, dass größtenteils tatsächlich die überleben, die auch wirklich eine interessante Vision hatten und so dadurch überleben konnten. Ja. Ja. Mhm. Du hast gerade angesprochen oder als Stichwort genannt Newcomer, also Leute, die der Nachwuchs sozusagen, der nachkommt. Das ist auch, glaube ich, Teil eures Konzeptes, dass ihr jungen, aufstrebenden Künstlern vielleicht sogar kurz bevor die den großen Durchbruch schaffen, dass ihr die schon bucht, wenn ich das so aus der Entfernung richtig beobachte. Das ist richtig, ja. Da bist du dann auch maßgeblich. Das heißt, du musst auch ständig deine Fühler ausstrecken auf dem Weltmarkt eigentlich und gucken, wer ist gerade angesagt, wer hat einen neuen Sound am Start und wer könnte damit Erfolg haben. Das gehört wahrscheinlich zu deinem täglich Brot dazu, oder? Richtig? Ja, also bei uns ist Gott sei Dank so, dass das Bootshaus-Team mehrere Musikliebhaber hat, also 3 bis 4 locker, wenn nicht sogar 5, 6, keine Ahnung. Und wir reden miteinander. Und dann ist das nicht so, dass ich so ein Ego habe, dass wenn mir jemand, der eigentlich Social Media macht, sage ich mal mehr, mir auf einmal sagt, hey, es gibt da einen neuen Typen in Neuseeland, der ist mega krass, dass ich dann sage, hey, nee, ich bin hier der Booker, ich höre dir nicht zu, sondern nee, wir reden alle miteinander und tauschen Tipps aus. Also kann es sein, dass ich den neuen Künstler aus Neuseeland entdeckt habe. Es kann aber auch sein, dass es der Typ ist, der Social Media macht. Und das ist im Endeffekt egal. Hauptsache, man entdeckt ihn und man lädt ihn ein. Also und so handhaben wir das im Bootshaus. Also wir arbeiten miteinander und reden miteinander und geben uns gegenseitig Tipps. Ja, aber Musik ist schon, also Musikverständnis auch ist eine Komponente, die eine zentrale Rolle spielt. Also jetzt nicht irgendwie, man könnte ja vermuten, um Club erfolgreich zu führen, muss man erstmal BWL können und muss mit Zahlen jonglieren können. Nee, man muss auch Ahnung von dem künstlerischen Aspekt der ganzen Sache haben, also speziell jetzt die Musik. Ja, also wenn du einen Booking-Club machst, ja. Mhm. Also gibt ja Großteil der Läden in Deutschland, also 95% sind ja keine Booking-Clubs, weil nur weil du 6-mal im Jahr einen DJ buchst, der gerade beliebt ist auch noch, da bist du doch kein Booking-Club. Nee, weißt du, wenn du gerade sagst, ah, Larry Luke ist gerade cool oder Mausio oder wer auch immer, bitte, also dann bist du nicht direkt ein Booking-Club. Da gehört ja nichts zu. Weißt du, das wäre so, ob du sagen würdest,
wo kann man Burger kaufen bei McDonald's? Und dann wird sie dafür gelobt. So, wow. Wow, woher weiß, also es ist ja selbstverständlich, dass man das weiß. Kleiner Tipp, wenn ihr Kaffee kaufen wollt, ne? Starbucks. Starbucks, das genau. Das ist mein Tipp. Ganz underground. Aber und deswegen wahre Booking-Läden in Deutschland, das sind, kannst du an zwei Händen abzählen. Ich wollte gerade sagen, die kannst du an einer Hand abzählen, oder? Nee, darfst nicht Berlin vergessen. Also okay. Da ist schon Techno, da gibt es schon ein paar Läden, die Ahnung von Techno-Tech-House haben und Haus und also gesehen Techno-Tech-House-Läden sind. Und ja. Einmal im Monat ein Tech-House, also das ist nicht nur das Berghain in Berlin, da gibt es etliche Adressen. Ja. Also nee, das sind schon zwei Hände, aber mehr auch nicht. Ganz ja, aber das sind ja eher so die Underground-Clubs, ne, würde ich jetzt mal sagen. Also die DJs, die auf den großen Mainstages der Festivals auch spielen, also die auf dem Tomorrowland Mainstage spielen, die auf dem Perucaville Mainstage spielen und so weiter und so fort, das sind ja die Leute, die auch bei euch auflegen. Und, ja, also, und das sind, also davon gibt es ja nicht viele Clubs in Deutschland, die auch genau diese Künstler buchen. Wahrscheinlich aus dem Grund, weil es einfach nicht finanzierbar ist. Genau, also ja, also ich meine, ist Awakening so viel kleiner als Tomorrowland? Weißt du, so, das ist die Frage. Also klar, besucherzahlenmäßig, aber ist ein Solomon so viel unbekannter, kleiner als ein Hardwell? Weiß ich nicht. Aber Solomon weißt du, hat auch auf dem Mainstage aufgelegt beim Tomorrowland. Ja, aber es gibt ja auch noch andere Namen natürlich. Ja, ja. Also ich weiß, es ist ja auch, wie man es betrachtet. Also was die Berliner Läden da machen, ist schon krass. Also ja. Die Acts sind unfassbar gefragt, die da haben. Nur, dass sie nicht Kommerz-Elektronik oder wie auch immer machen. Also ja, auch großen Respekt an, was Berlin sich da erarbeitet hat und was so 3-4 Berliner Läden da wöchentlich ankarren. Respekt auch dafür. Ja. Nur wir haben halt einen anderen Ansatz. Da geht es auch nicht um besser und schlechter. Wir wollen alle elektronischen Genres mehr oder weniger, kann man fast sagen, abdecken und wollen bei jedem Genre, wenn es geht, den bekanntesten oder die bekanntesten Künstler ins Bootshaus kriegen oder die heißesten, wie auch immer. Und das ist unser Ansatz. Und der unterscheidet sich halt von dem Berliner Ansatz. Aber da gibt es kein richtig oder verkehrt oder besser oder schlechter. Wir haben nur unterschiedliche Ansätze. Ja. Jetzt würde ich da gerne mal reingrätschen. Und zwar, du hast es ja gerade ja schon so ein bisschen durchblicken lassen. So die Berliner Szene sehr Tech-House, Techno-lastig. Ihr versucht dann eher den Spagat, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, sowohl kommerzieller elektronisch als auch, also ihr habt ja auch undergroundigere Partys auf jeden Fall. Würdest du sagen, dass das auch zu einem Problem führt? Also dass das bei der Akzeptanz irgendwie zu Problemen führen kann? Man weiß ja, dass so gerade, oder beziehungsweise früher war das so, dass das Techno-Publikum hat letztlich so das Mainstage-Publikum gemieden. Ja? Wie würdest du, siehst du da irgendwie die Entwicklung? Was kannst du dazu sagen? Ja, also natürlich gibt es viele Leute auf dem Mainufer, die das andere Ufer nicht akzeptieren. Aber dem Bootshaus ist das egal, weil es gibt kein besser oder schlechter oder richtig oder falsch. Wir gehen unseren Weg, der sieht immer anders aus, der funktioniert. Unsere Gäste sind genauso gute oder schlechte Menschen wie die Leute, die in Berlin ausgehen. Entweder bist du ein Mörder oder du bist keiner. Ja, aber quasi, ich meine, wenn du jetzt auch mal, wenn du in Köln bleibst, dann auch in Köln hast du ja jetzt Techno-Liebhaber und so weiter. Man muss ja schon sagen, im Bootshaus ist es so, ich kann an einem Abend dahin gehen und kriege relativ kommerziellen elektronischen, elektronische Musik geboten. Oder ich kann an einem anderen Abend dahin gehen und bin absolut underground-klubbig technoid versorgt. Ne? Ist das, also würdest du sagen, das ist gar kein Problem? Die Leute wissen einfach, wann sie zu kommen haben? Oder sind die sowieso alle so also tolerant? Es ist schwierig, sehr schwierig. Ja. Das muss man sich erarbeiten. Und es gibt auch wieder immer Rückschritte, dass man sagt, wow, die Vision ist jetzt nicht aufgegangen. Und es gibt Szenen, denen sind die anderen Szenen komplett egal. Das ist denen Wurst, wenn irgendwie solche Leute im Laden sind oder Tag vorher so eine Art von Party ist. Und dann gibt es Szenen, die sind da ganz empfindlich und die sagen dann direkt, hey, das finde ich nicht cool, dass am Tag vorher der und der DJ da gespielt hat. Also da gibt es große Unterschiede. Ja. Aber es hat auch damit zu tun, ob Menschen sich als Underground sehen oder als cool
oder nicht als Underground sehen oder als normal. Also ich, uncool ist vielleicht dann auch nicht das richtige Wort, sondern einfach normal. So, hey, ich bin ganz normaler Typ. Davon hängt das ja auch ab, weil wenn du cool bist, dann hast du ja ganz andere Ansprüche an dich selbst, weil du deine Coolheit verteidigen musst. Das ist wie so eine Ritterrüstung, dass keiner sagt, ey, du bist uncool. Ja, wenn ich wenn ich auf so eine Party gehe und da ist dann irgendwie so Kirmes-Techno und man sieht mich da. Oder Calvin Harris. Dann ist ja meine ganze Coolness-Reputation total im Eimer. Meine Street-Credibility, keiner glaubt mir mehr meinen coolen Techno-Mantel. Und deswegen, das ist ja wie so ein Image, kann man sagen. Und sein Image muss man halt verteidigen. Und das ist dann egal, ob du ein Künstler bist oder ein privater Mensch. Du willst dein Image von dir selbst, willst du ja schützen. Und wenn du dich als cool definieren willst und als geiler Typ, den die Frauen abfeiern, dann passt du halt sehr doll drauf auf, dass du nichts machst, was als uncool abgestempelt werden könnte. Aber jetzt hast du gerade die Künstler angesprochen. Hattet ihr schon mal den Fall, dass ihr letztlich einen Act angefragt habt, egal ob jetzt eher aus dem kommerziellen oder aus dem coolen Sektor, der dann gesagt hat, tut mir leid, das Booking im Bootshaus nehme ich eher nicht an, das passt nicht in mein Image? Natürlich gibt es Herausforderungen, auf jeden Fall, dass man sagt, quasi eher der Künstler das kritisch betrachtet, was man macht, weil wir haben ja eine Vision und die Vision teilt nicht jeder. Und wenn einer die nicht teilt, dann ist das Arbeit, um ans Ziel zu kommen. Und manche kannst du nie überzeugen, logischerweise. Da kannst du dich den Mund fusselig reden, dann sagen die trotzdem, ja, schön für dich. Ich teile deine Vision nicht und ich will auch nicht Teil davon sein. Und das musst du dann aber natürlich auch akzeptieren. Da musst du sagen, ja, okay, schade, weil wir eigentlich für Toleranz stehen und das alles geht. Aber ja, wenn jemand das nicht sieht, dann sieht er das nicht und dann muss man das akzeptieren. Uli, uns geht ein bisschen die Zeit aus gerade. Ich wollte noch Punkte, ich habe noch eine Liste hier mit so vielen Punkten, die schaffen wir alles gar nicht mehr. Du machst auch Bookings für große Festivals in Deutschland, richtig? Korrekt. Wolltest du eben kurz schnell sagen, wo du im Hintergrund so aktiv bist noch, bei welchen Events da sind? Also 2020, soweit die Festivals stattfinden, das werden wir Das wäre mein letzter großer Punkt gewesen, den ich da mit dir besprechen möchte. Hoffentlich, aber also als Mitbooker tätig, also damit meine ich jetzt nicht, dass ich der Hauptbooker bin, sondern ich bin im Booking-Team von Mysteryland, Electric Love, Perucaville, Open Beats, Nature One und Sonne, Mond und Sterne. Okay. Und also. Das kann man schon mal so, kann man mal so droppen. Also die, ganz konkret die Events, also die großen Festivals, die arbeiten mit deiner Agentur sozusagen zusammen. Genau, ja, okay. Genau. Und dann gibt es mehrere Booker, vier habe ich. Und das hängt dann vom jeweiligen Talent ab, wer eine Bühne zum Beispiel bucht. Das bin auch nicht immer nur ich, sondern wenn zum Beispiel meine Firma eine Techno-Bühne buchen soll, dann gibt es jemanden in meinem Team, der besser darin ist, bin ich ehrlich. Und der bucht dann die Technobühne und nicht ich. Also genau, aber so läuft das. Ja. Okay, und jetzt hatte ich noch eine Frage hier vorbereitet. Ich weiß nicht, ob wir die ganz kurz eben behandeln können. Wenn ich jetzt ein Newcomer-DJ bin oder jemand, der irgendwann mal das Ziel hat, im Bootshaus aufzulegen, hast du da so ein, zwei Tipps am Start, was ich da machen sollte? Ich habe gehört, da gibt es so einen DJ-Contest zum Beispiel. Ja, genau. Also das geht natürlich, dass man ihn gewinnt. Das heißt nicht direkt, dass man dann im Bootshaus regelmäßig auflegt, aber natürlich ist das hilft dir das auf jeden Fall. Und sonst würde ich eher sagen, originell sein, deine eigene Vision haben, denn nur so fällst du auf und nehmen wir die Person wahr, weil muss man halt sagen, mit dem Background von Sascha und mir, dass wir eine Looniland gegründet haben, die wirklich anders war als alles auf dem Markt, auf der ganzen Welt und wir uns an nichts orientiert haben, auch musikalisch, haben wir direkt gemacht, was wir wollten. Und zwar egal, ob es Big Beat war oder Techno oder Indie-Tronic, wie auch immer, uns war das egal, wir haben gemacht, was wir wollten. So betrachten wir auch Künstler. Also wir suchen was Originelles, was anders klingt, was anders aussieht, was ein eigenes Image hat. Deswegen kann man nur Leuten sagen, seid originell. Und dann werdet ihr uns schon auffallen. Aber wenn ihr nur einer von 1000 seid, weil alle die gleiche Welle reiten, dann wirst du es ganz schwer im Bootshaus haben. Ja, also Copy und Paste von anderen Leuten ist nicht unbedingt empfehlenswert. Eigenes Ding machen.
Nee, in der irgendwie 1001. EDM-Künstler zu sein, der mit Lederjacke, blauer Jeans und Nike-Turnschuhen Pressefoto macht und böse, ein bisschen böse dabei guckt, wird bei uns nicht groß Interesse wecken. Ja. Und irgend so einen gebastelten Namen hat, amerikanischen Vor- und Nachnamen gebastelten hat, das ist jetzt nicht so fresh, sagen wir es mal so. Also im Prinzip, Sinan, im Prinzip das, was wir hier seit 2 Jahren im Podcast erzählen, wurde gerade mal wieder bestätigt. Finde ich gut. Ja, ja klar. Ich meine, das ist klar. Ich glaube jetzt auch, wenn man deine vorhin auch schon mal genau zugehört hast, was du über das Looney Land erzählt hast, ne, dann merkt man ja einfach auch schon, was da für ein künstlerischer Ansatz hintersteckt, was mich tatsächlich gerade total begeistert, weil ich das sehr gut finde, dass letztlich auch die Fühler ausgestreckt werden zu denen, die eben auch genau sowas bieten, ne? Die so ein bisschen halt aus der Masse herausstechen. Finde ich sehr, sehr cool. Und man merkt auch, dass oft die Bootshaus-Lieblings-DJs nicht immer die bekanntesten sind, sondern es sind welche, wo man sagt, hey, egal ob ich die Musik mag oder nicht mag, aber der ist anders. Also zum Beispiel ein Charmy oder ein Yellowclaw, nur 2 Beispiele, oder auch ein Don Diablo, auch wenn es kommerziell ist, ja. Sein Image ist auf jeden Fall anders als von anderen Künstlern aus der Future House und EDM-Szene, wie auch immer. Ja. Unsere Lieblinge bei den Gästen sind meistens auch welche, wo man sagen würde, ey, die haben ein sehr eigenes Image und kopieren nicht 3001 andere DJs. Also es ist fast so, als ob unsere Gäste das so ähnlich sehen wie wir, ohne dass wir es ihnen sagen müssen. Sondern unsere Gäste teilen diesen Geschmack, dass man sagt, ey, der ist mal ein bisschen anders und der macht sein eigenes Ding und deswegen mögen wir den. Ja, vielleicht sind das eure Kinder, dann habt ihr die so erzogen. Schön wär's, denn eigenständig denken und was Originelles suchen auf dem Markt ist eine tolle Sache und bezieht sich auch auf alles, egal ob Film, Mode, Restaurants, man sollte immer die belohnen, die was machen und was wagen und was riskieren und was ist. Ja, ja, und so sehe ich das. Also lieber in den kleinen Laden gehen, der was riskiert und was Neues bietet, als in die Riesenkette zu gehen, die einfach ein Massenprodukt an der Stange anbietet. Uli, wir haben eine letzte Sache, wollte ich gerne kurz mit dir besprechen. Wir haben heute den 19. März. Wir sind in der Corona-Krise. Wir befinden uns jetzt so, 5, 6 Tage, nachdem alle Clubs in Deutschland schließen mussten und nicht mehr öffnen dürfen. Die ersten Festivals haben abgesagt in den USA und auch in Europa schon. Wie blickst du aktuell auf diese Zeit? Wahrscheinlich mit Sorge, aber wie ist deine Einschätzung der Lage? Werden wir noch diesen Sommer Festivals besuchen können? Werden die Clubs wieder aufmachen? Was denkst du? Da muss man, glaube ich, nur die Rede von Merkel sich gestern anhören. Es liegt an uns selbst. Wenn wir Verantwortung übernehmen, jede einzelne Person, und sich vernünftig verhält, ist das wahrscheinlicher, dass man in 8 Wochen positive Ergebnisse hat, als wenn jeder einfach das macht, was er will. Und gleichzeitig muss man sagen, hängt es auch komplett von der Wissenschaft ab. Das ist auch klar, wann welcher Wissenschaftler was entdeckt, erfindet. Die Kanadier haben den Coronavirus entschlüsselt vor 5 Tagen, wann immer das war. Das hätte nicht vor 5 Tagen sein können, das hätte auch in 3 Wochen erst sein können. Das wissen wir nicht. Und dann hängt es natürlich ab, wann Sachen genehmigt werden, also dass man es kaufen kann. Wird auch große Unterschiede geben zwischen den unterschiedlichen Märkten, wann Asien, wann Amerika, wann Europa Sachen auf den Markt legal bringt. Da wird es auch große Unterschiede geben. Und das wissen wir nicht. Also das wissen wir alle nicht. Ja, also wir wissen nicht, ob wir im Juli schon wenigstens ein Medikament haben, vielleicht keinen Impfstoff, oder erst im November. Also wer weiß das schon? Ja. Und also auf jeden Fall wir Normalsterblichen wissen das nicht. Und dann davon wird es abhängen. Und aber dass das natürlich überall schon besprochen wird, bei jedem Festival hinter den Kulissen. Wann werden wir absagen? Wann müssen wir absagen? Wann ist der Zeitpunkt gekommen? In welchem Monat? An welchem Datum? Natürlich gibt es diese Gespräche schon längst, weil keiner ja weiß, wann es ein Medikament oder ein Impfstoff geben wird oder wie vernünftig sich die Menschen verhalten. Das wissen wir alle nicht. Ja. Wenn man jetzt mal ein bisschen in die Zukunft versucht zu schauen, ein bisschen Glaskugel, aber meinst du, dass alle
Clubs und Veranstalter von Festivals etc. Unbeschadet aus der Sache rauskommen? Oder meinst du, dass auch ein paar auf der Strecke bleiben werden, dass wir vielleicht nächstes Jahr um diese Zeit nur noch die Hälfte der Clubs haben in Deutschland, nur noch die Hälfte der DJs hat überhaupt einen Job, weil einfach die ganzen Events und Clubs weggefallen sind, weil Veranstalter pleite sind etc.? Ich nehme an, das hängt auch vom Hilfspaket der Regierung ab und wie viele Steuern sie zurückgehalten haben und gebunkert haben, davon wird es ja abhängen. Also wird man den Leuten von den kleinen Unternehmen genügend Zuschüsse geben, dass sie überleben können, oder sind es in Anführungszeichen nur 60% oder 50%? Im Moment sind es ja auch 60, soweit ich weiß. Ich kann mir vorstellen, dass viele Läden oder wer auch immer nicht mit 60% überleben werden. Und deswegen hängt es auch ganz doll von der Regierung ab und wie viel man am Ende kriegt, um zu überleben. Ja. Gut, ja, schwieriges Thema. Werden wir sehen. Ja. Aber, tja, also viele Sorgesfalten auf den Stirnen vieler Menschen, würde ich sagen, zurzeit. Auf jeden Fall, ja. Also ein ganz, aber auch in ganz vielen Branchen. Also ja, natürlich nicht nur der Clubbranche, aber in der Clubbranche sind alle gerade geschockt, wenn man so will. Ja, ist noch schockstarre gefühlt. Mal gucken, ob das noch in Wut vielleicht sogar umschlägt. Wäre auch eine denkbare. Ich hoffe nicht. Ja, ich hoffe auch nicht. Aber ist ja ganz oft so, ne? Also wenn. Ja. Jetzt sitzen die Leute dieses Wochenende das zweite Mal zu Hause und es ist die Frage, ob die das wochenlang und monatelang durchhalten. Ohne Fußball. Ohne Fußball. Ohne Fußball. Und ich habe gehört, die Bordelle haben auch alle geschlossen. Ja. Was bleibt uns da noch? Was bleibt noch? Es ist ein Trauerspiel. Uli, ich weiß, was uns bleibt. Song auf die Playlist zu packen. Genau, das, und ich muss es noch in diesem Podcast unterbringen. Uli und ich haben eine Gemeinsamkeit. Wir sind beide stolze Besitzer eines Hamsters. Oder mehrere sogar, der Uli. Ich habe zwei, ja. Immer zwei seit fast 8 Jahren jetzt oder 7 Jahren oder irgendwas. Ja. Also wann hattet ihr euren ersten Hamsterkauf? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, weiß ich, war Pionier. Ja. Pionier des Hamsterkaufs. Ich habe schon vor 7, 8 Jahren damit angefangen, ja. In weiser Voraussicht. Ich kann euch das nur empfehlen. Ich habe meiner Tochter Weihnachten einen Hamster gekauft und habe ich so einen riesen Stall gebaut, so 2 Meter mal 1 Meter, und dann kann er da rumlaufen und alles total cool. Legt euch einen Hamster zu, liebe Zuhörer, das beruhigt. Ja. Und entspannt. Also, Leute, vor allen Dingen Hamsterkauf. Vor allen Dingen mit viel Platz, genau, weil diesen Fehler machen sehr viele Menschen bei Hamster, dass sie es kaum als Lebewesen wahrnehmen und den Mini-Stall stecken mit irgendwie einem Mini-Laufrad und denken, das passt schon. Und das stimmt absolut nicht. Ja. Also ein Hamster braucht Platz und ein Hamster ist ein Lebewesen genau wie wir. Da gibt es keinen Unterschied, meiner Meinung nach. Und dementsprechend sollten wir sie auch respektieren und gut behandeln. Absolut. Deswegen habe ich auch so einen großen Stall gebaut. Also du gehst in eine Zoohandlung, kaufst einen Hamster und selbst der größte Metallkäfig, den es da gibt, ist eigentlich nicht artgerecht. Die leben ja in der Natur, in der Wildnis und laufen viel. Also ein Hamster läuft echt ein paar Kilometer am Tag. Ja, nachts. Nachts vor allen Dingen, genau. Und das musst du halt artgerecht so unterbringen. Okay, Uli, was ich hier alles lerne. Ja, genau, ein bisschen Bildung hier. Ich hab Uli das versprochen, dass wir das mal kurz ansprechen. Jetzt müssen wir aber noch eben die allerletzte Sache klären. Wir haben eine Spotify-Playlist im Rahmen unseres Podcasts und jeder Gast darf immer einen Song draufpacken. Und dann besprechen wir das in den Premium-Folgen immer. Also die Songs hören wir da mal ganz genau an. Und wenn du da einen Song hast für uns, Uli, dann ist jetzt die Chance, den auf unsere Playlist zu packen. Oh, muss ich das jetzt direkt schon sagen? Quasi, ja, wir können auch selber anfangen. Also Sinan und ich machen dasselbe und dann hast du noch so ein paar Sekunden Zeit zum Nachdenken. 20 Sekunden Zeit. Ja, ich muss aber auch eben gucken jetzt hier. Ich habe mich auch überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe einen. Zum ersten Mal bin ich direkt vorbereitet. Weil ehrlich gesagt höre ich zu Hause ganz andere Musik. Ist egal, du kannst draufpacken, was du willst. Ding. Du kannst draufpacken, was du willst. Muss gar nicht klobig sein. Wenn es Jazz ist oder so, passt. Ja, ja. Also ich bin ständig der Heini, der hier ganz komische Free-Jazz-Geschichten auf die Playlist packt. Okay, dann muss ganz ehrlich den Songtitel dann noch checken, bin ich ehrlich, weil ich habe eher viel Musik zu Hause, aber vielleicht ein Song von dem neuen And You Will Know Us by the Trail of Dead Album. Aber ja, den Songtitel müsste ich dann nochmal durchgeben, weil ich zu viele CDs habe. Ich habe tatsächlich alles auf CD. ich habe kein Spotify, ich habe alles auf CD. Ich kaufe alles noch im Original.
Also auch heutzutage noch alles auf, ah, okay, im Original. Ja. Solange es noch möglich ist. Ja, über 5000 CDs, also weit über. Und deswegen bei so viel Musik, klar, habe ich manchmal Probleme, mir jeden Songtitel zu merken, bin ich ehrlich. Ja. Aber okay, dann schickst du einfach dem Sebi dann den Songtitel, dann packen wir den drauf. Ja. Und die Hörer werden geschockt sein. Ja, das, da, ja, siehst du, das ist... Genau wie Looney Land. Das ist ein guter Cliffhanger, das ist ein super Cliffhanger. Guter Cliffhanger. Sinan, was hast du? Und so, ich habe Just Love im Lionel Remix. Lionel hat für Alessia Labate einen Remix gemacht. Labate. Labate, genau. Ja. Labate. Alessia Labate, genau. Ja. Just Love, Lionel Remix. Richtig, richtig, richtig starker Sound. Ja, ich bin gespannt. Ich pack drauf von Fritz Kalkbrenner, Good Things. Okay. Alright. Lieber Uli, vielen Dank, dass du da warst. Und für uns dir Zeit genommen hast, mit uns über das Bootshaus und deinem Business zu sprechen und ganz kleinen Einblick gegeben hast, wie es hinter den Kulissen so aussieht. Super interessant, super spannend. Vielen Dank dafür. Und ich hoffe, du wirst irgendwann mal wieder Gast bei uns sein, weil ich habe das Gefühl, wir haben nicht alles besprochen, was es zu besprechen gab. Und ansonsten möchte ich dir noch sagen, bleib gesund. Ja, danke. Und ja, viel Erfolg. Ja, danke schön. Tschüss zusammen.